Hallo in die Runde, willkommen zu meiner vierten von fünf Finalserien des Rocket 2018. Der Kampf um den ganz großen Jackpot ist im vollen Gange. In der dritten Serie war das Ergebnis ein bisschen schwächer, ich habe auch ein wenig gepatzt. Nun gilt es natürlich, den Anschluss zur Spitze nicht komplett abreißen zu lassen, wenn es geht, mit ruhiger Hand und stabiler Karte ein Ergebnis zu spielen, was noch alle Möglichkeiten für die letzte Serie offen lässt. Erstes Spiel, 4 Trumpf in Kreuz dagegen. Da ist es dann mal erlaubt, auch das Trumpf Ass im ersten Stich noch zu schonen. Gerade falls mein Partner Trumpf König oder 10 hat, kann er dann darüber und den Alleinspieler in Mittelhand nehmen. Das ist aber nicht der Fall. Er muss direkt mit dem Pikbuben ran. Dann spielt er mir schön Pik 10 frei, die ich natürlich mitnehme und sofort Pik zurück. Ja, der eine oder andere spielt dann vielleicht auch mal die Karo-Lusche, ist aber an sich ein soliderer Zug, Pik zurückzuspielen. Womöglich ist auch der siebte Pik dann bei meinem Partner und ich kann die Karo-Lusche darauf noch abtragen. Ansonsten wird mein Partner jedenfalls vermuten, dass ich keinen Pik mehr habe und danach mit, ja, vielleicht Pik Dame hinterherkommen. Das ist also alles in dem Fall nicht so gesagt, was passiert, dann ist es jedenfalls deutlich besser, die Pik-Lusche zurückzuspielen, statt jetzt den Blanken zu öffnen. Der Alleinspieler ist hier auch schon schwer am Überlegen, am Nachdenken, und dann geht er direkt über Karo. Also er erkennt hier schon, Trumpf steht vielleicht zu viert, das hat er natürlich am Pik-Buben schon erkannt, geht jetzt schon über die Beikarte, und hier ist natürlich Pech, dass ich kein Herz volles habe, dass ich das Herz Ass nicht habe. Von daher werfe ich jetzt hier die Dame rein. So, Karo zurück. Naja, ob das nun der glücklichste Zug war, ich vermute jetzt ein Fünftrumpf mit den drei Karos und den beiden Piken, wie gesehen. Da hätte mein Partner natürlich jetzt auch gerne mal den siebten Pik auspacken können. Hat er nicht gemacht. Gut, Trumpf König. Ja, muss ich ran, wenn ich tauche, dann ist mein Trumpf Ass wahrscheinlich weg. Oder zumindest, wenn mein Partner den Kreuz Buben noch hat, dann verschenke ich damit auch nichts, wenn ich jetzt hier raufgehe. Es fällt aber die Trumpf 7 und damit hat der Alleinspieler natürlich noch Kreuz und Herz Bube. Da war eben auch die Pik Dame. Gut, damit wären wir ein bisschen weitergekommen. Gewonnen hätten wir noch nicht. Zweites Spiel geht wieder an Spieler 2. Immerhin, mein Partner in Mittelhand hat 18 geboten und ich habe nur einen einzigen Trumpf. Dann ist doch zumindest mal von der Fantasie, von der Idee her alles möglich. Karo Dame wird gleich rausgenommen. Pik Bube getaucht von meinem Partner. Gut, kann mit rein sein, muss aber nicht aufgrund der Reizung. Ich lege jetzt hier mal die Pik Dame, zeige also. Rette mein erstes Bild. Und hier sehen wir es allerdings, ein ganz trumpfstarkes Spiel. Trumpf 10 wird direkt zurückgespielt, um mir den Trumpfstand auch zu signalisieren, weil die Trumpf 10 offenbar auch nicht zu retten ist. Also 7 Trumpfspiel, Karo Ass haben wir schon gesehen. Ja, dann lade ich jetzt sofort durch. Schneider frei ist jetzt das Ziel, was wir erreichen müssen, denn mehr geht natürlich nicht. So, das haben wir auch geschafft. Was zupft er da noch rum? Das war uninteressant, dass wir da noch einen Stich am Ende machen. Und schon sind wir im dritten Spiel. So, Kreuz 10 hinterher. 26 Augen. Naja, mein Partner verpflichtet mich, ne? Da muss ich wimmeln. Und ein 30-Augen-Stich für Spieler 1, der wird wahrscheinlich mindestens einen, wenn nicht sogar zwei Kreuzen gedrückt haben. Und das war genau richtig für ihn. Pik 10 hat ihm dann natürlich auch Spaß gemacht. Genauso hat er sich das vorgestellt. Doch, was soll ich machen? Da war die Fantasie nach dem dritten Stich raus. Gut, hätte ich Kreuz Buben mal zwischengezogen? Nee, auch dann hätte ich Karo 10 nicht verteidigen können. Pik Ass König Dame war beim Alleinspieler meine 10 gewimmelt. Wir sind rausgekommen. Wird relativ schnell gespielt.
denke mal, ist auch logisch, dass wieder ein guter Tisch ist, ein starker Tisch, immer noch absolut im vorderen Bereich. So, jetzt habe ich hier 4 Trumpf dagegen bei dem Herz. Es ist ein Sechstrümpfer, aber offenbar mit Kreuz, Ass, 10, Dame. Das heißt, hier machen wir nicht besonders viel. Jetzt ist höchstens noch ein weiterer Beikartenstich möglich. So, ich schiebe ein Kreuz rein, damit wir so viel wie möglich kriegen. Könnte ja auch Pik sein, der Stich. Ja, dann ist er in Karo. Also, das waren jetzt 4 ganz solide Spiele. Und jetzt im fünften Spiel, da ist doch was, wo ich mich auch mal wieder melde. 3 Buben immerhin, auch wenn der alte fehlt, und 2 Asse. Das Spiel muss ich jetzt wohl durchziehen. Es ist einem natürlich lieber, wenn du hier für 22 rankommst, denn in Karo, in Kreuz, in Herz sind überall noch leichte Baustellen im Spiel. Aber Nulluvert kann ich natürlich auf keinen Fall hier angucken. So, bei 46 rangekommen. Findung durchwachsen. Also keine wirklich starke Karte. Die Pik Dame passt hier immerhin rein. Dann muss ich hier wohl den Gang jetzt logischerweise spielen. 4 Abgabestiche. Pik ein, Kreuz ein, Herz ein und den Buben. 4 Augen nur gedrückt. Also schon ein brenzliges Ding. Kreuz Bube steht links. Das heißt, er wird gleich gewimmelt. 15 Augen. Pik sehe ich natürlich gerne, aber Pik steht zu dritt. Klar schnippel ich, aber das heißt, dass ich natürlich immer noch einen teuren Pikstich verliere. Den kann ich auch nicht vermeiden, wenn ich jetzt irgendwie mit Herz oder Kreuz vom Stich gehe. Im Gegenteil, habe ja auch nur noch 2 Buben. Also einmal könnte ich noch vom Stich gehen, aber dann muss ich sowieso Pik klären. Also spiele ich mir so rum die Dame hoch. Kreuz 10 wird auch noch geladen, das ist ja ganz glücklich. Immerhin noch kein Karo voller versenkt, sondern beide Kreuzvollen auf 35. Trotzdem, präzises Mitzählen bietet sich jetzt an, wo ich noch 2 Abgabestiche habe. Das ist jetzt hier nicht irgendwie lange Pause gedrückt. Spieler 1 hat wirklich so lange überlegt. Dann kommt Karo 10, Karo Dame. Und einen vollen mit Bild kann ich natürlich nicht laufen lassen, wenn ich jetzt hier abschmeiße. Bei 35 auf 48 die Kreuz-Lusche, dann kann danach einfach das Karo Ass angeboten werden und danach macht er 10 den Stich. Also den vollen muss ich schon nehmen und dann Kreuz rausspielen. Da fällt Herz 10. Also Kreuz sitzt zu 6 bei Spieler 2 und damit stehen die Jungs natürlich jetzt schon auf 49 Augen und das Karo Ass ist noch im Rennen. Das ist unangenehm, vor allen Dingen ist es ja vorhersehbar, dass jetzt Kreuz weiterkommt. Da kann ich mir schon mal anfangen, Gedanken zu machen, wer hat wohl das Karo Ass? Hat Spieler 1 aus Karo Ass und 10 eben die 10 angeboten? Hat er da dann auch so lange drüber nachgedacht? Nee, irgendwie glaube ich das nicht. Vor allen Dingen hätte er dann wahrscheinlich auch jetzt eher das Karo Ass gewimmelt als die Herz 10. Von daher vermute ich doch, nach einer gewissen Überlegung, dass Karo Ass hier bei Spieler 2 sitzt, also vor mir, dass der seine 6 Kreuzen hatte, das Karo Ass noch dabei und tatsächlich vielleicht gar nicht den Nulluvert, sondern gereizt hat, sondern eine Mischung aus Nulluvert und Kreuz ohne 4. Also abwerfen und hoffen, ja, da kommt nur der König auf 59. Uiuiui. Also der Gang ist ganz schön schweißtreibend geworden. Konnte jetzt aber mit 61 gewonnen werden. Achtzehn geboten im sechsten Spiel, wurde aber gehalten und damit bin ich raus. Wieder nur ein Trumpf. Trumpf steht einseitig. Ist der so stark? Nein, Kreuzbube bei meinem Partner. Dann denke ich mal, haben wir zu Recht Hoffnung. Karo auch gut getroffen, 25. Den Trumpfstich traue ich meinem Partner natürlich auch noch zu, gerade wo er den ersten Trumpf laufen lässt. So, was ist jetzt? Karte. Oh, Mensch, jetzt Ass hat er auch noch. Dann bin ich mal gespannt.
Also, Alleinspieler hat kein Herz, dann wird er logischerweise auch maximal zwei Karos, wenn er noch ein Karo hat, was ich aber eher nicht glaube, dann wird er logischerweise Pik noch in der Hand haben. Zwei bis drei Stück. Ja, es ist nur der Viertrümpfer, wir stehen hier auf 35, dann hat er noch einen Trumpf und Pik 10 zu dritt oder einen Trumpf und zwei Pik plus den letzten Karo. Das Spiel kann er dann nicht gewinnen, denn ja, auf Herz kann ich jetzt hier auch meinen Pik-Stich noch abwerfen, also er kann nur noch einen Stich machen. Ja, und da spielt jetzt mein Partner jetzt schon Pik König, der kam eigentlich einmal zu früh, hat er die Pik 10 noch freigespielt, war aber wohl erkannt, dass wir mit diesem Stich dann über 60 haben. Also da haben wir das erste Beatspiel in Spiel 6. Ihr habt euch ja gewünscht, dass ich die Liste nicht so zerpflücke und einzelne Spiele rauslasse. Von daher habe ich jetzt hier mal ein Paket rausgelassen, Spiel 7 bis 12. Das waren relativ einseitige Spiele, auch nicht so wahnsinnig interessant. Ihr könnt es hier sehen, Spieler 2 in 96er, Spieler 1 in 72er, in 96er, für mich auch noch ein Gang dabei. Die Liste hat sich also ganz gleichmäßig jetzt entwickelt, 400, 300, 300, und jetzt in Spiel 13 steigen wir wieder ein. Keine Reizung, Trumpf gleichmäßig, vermutlich kein Problem, sollte man erstmal denken. 5 im ersten, Herz 10 geht darauf, sicher aus 10 König oder zumindest zu vermuten. Flusche 10 kann man zwar auch klettern, aber da würde ich doch eher erwarten, dass er klein rauf geht. Kurz überlegt, soll ich den Buben hier tauchen? Nein, ich nehme ihn mit und das war keine schlechte Idee. Denn jetzt stehen wir auf 41 und es ist klar, dass es ein Siebentrümpfer ist. Da könnte ich jetzt auch Trumpf zurückspielen. Es sind neben den sieben Trümpfen ja noch schon Herz 10 König bekannt. Aber ich kann es auch direkt scharf spielen. Wir können nur noch einen Stich kriegen. Das muss dann der 21er Stich in Pik sein. Anders geht es nicht. Und da ist es gelungen. Da hat der Alleinspieler noch die Pik Lusche dabei. Dann kann man sagen, was vielleicht von ihm ein bisschen überzogen, da im zweiten Stich mit der Herz 10 drauf zu klettern. Jetzt hatte er keine Chance mehr und für uns war es nicht so schwer. Dann haben wir da noch mal einen einfachen Karo umgebogen. Dieser Kreuz läuft bisher relativ unspektakulär, keine andere Chance als da das Kreuz Ass zu legen. Klar, drei Buben, sechs Trumpf, Herz Ass dabei. Ja, das wird's schon gewesen sein. Ja, so ist es. Zwei Stiche für uns, ein ganz stabiles Spiel. Schneider abhaken, nächstes Spiel. Zwei blanke Zehner und zwei Könige zu dritt, also der Traum eines jeden Skatspielers. Gib mir doch bitte jedes Mal so eine Hand, dann könnte ich die Karten den ganzen Abend aus dem Fenster pfeffern. Leider hier geht der Alleinspieler auch direkt mit dem Ass ran. Wenn du die Zehn hast, hast du ja immer die Hoffnung, dass er vielleicht da mit dem König schnippelt, dass er in Mittelhand in einer Problemstellung sitzt. War hier aber nicht der Fall. Nun nimmt mein Partner auch nicht raus. Damit muss ich die nächste Entscheidung treffen. Ja, unangenehm hier, aber in eine Farbe muss ich reingreifen. Wupp, Herz, Stechfarbe auch noch gefunden. Also das sind jetzt schon offen gespielte 45. Ja, und da wäre der Kreuzkönig gewesen, aber Spieler 2 ist nicht in Schnitt gegangen, hat es richtig gemacht und guckt euch das mal an. Kreuz Dame, da hat mein Partner aus 8 Dame ausgespielt und der Alleinspieler ist völlig schmerzfrei mit dem Vierling direkt mit dem Ass draufgetobt. Gut, hat in dem Fall ja auch alles richtig gemacht, hat dann aber doch tatsächlich davon profitiert, dass die Kreuz 10 blank war und er dann das Karo Ass verstechen konnte. Also war wohl hier nur ein Viertrümpfer, war gar nicht so eine starke Karte, aber wenn es dann mal so sitzt, dann spielt sich ein Spiel manchmal ganz einfach nach Hause.
Spiel 16. Ihr seht es ja, so viel Material kriege ich dann auch nicht, da muss ich solche natürlich nehmen, komme aber nicht für 18 ran, das ist ja typisch, sondern erst auf 20. Also Spieler 2 in Vorhand hat mich hier schon in den Karo-Hand getrieben. Unangenehm, wo ich auf Kreuz 10 Dame noch sitze und den Pik König. Aufschlag Herz Lusche sehe ich natürlich auch nicht gerne. Beim Handspiel hätte ja auch mal Herz Ass rauskommen können oder Kreuz Ass, aber nein, da müssen wir tatsächlich hier über den Kampf ins Spiel finden. Also das Spiel steht nicht günstig. Da habe ich aber jetzt einmal Glück, dass Hinterhand direkt Kreuz Ass rausnimmt, dass hier nicht auf meine Kreuz 10 geschnippelt wird. Das kann man sich ja auch ein bisschen in Zweifel ziehen, ob das eine gute Idee war, wo ich direkt die Herz Lusche steche, werde ich wohl nicht auf der blanken Kreuz Dame stehen. Also wenn er da schnippelt, dann wäre das durchaus nachvollziehbar gewesen. Oh, und auch Trumpf steht nicht gut. Heieiei. Dann, da geht es aber wieder gut. Pik 10 kommt von da. Entweder sie war blank. Nein, war sie nicht. Sie war bestellt, aber es liegt ein Bube drin. Deswegen hat der Spieler keine andere Wahl mehr oder keine andere Chance mehr gesehen, als die Pik 10 scharf zu spielen. Das Ass musste ich natürlich wenigstens haben. Also ging dieser Karo-Hand. Hiermit halte ich jetzt 18. Ja, an Tischen deutlich weiter hinten hätte man den Kreuz ohne 7 sicher auch noch ein bisschen höher ziehen können, aber hier an den vorderen Tischen so ein Risikospiel, so ein teures Spiel gegen eine Reizung ungünstig. Pik wird gespielt. Erst blank raus. Farbe abspielen, so dass ich im Spielverlauf jetzt in Karo stechen, wimmeln, überstechen kann, was auch immer. Jetzt die lange Farbe. Vielleicht ist mein Partner ja kreuzfrei. Oder wir können auf Kreuz Ass nach vorne spielen. Ja, können wir. Soweit, so gut. 26. Heieiei. Ah, Karo ist gedrückt. Dann müssen wir jetzt mal hoffen, dass ich gleich noch zum Überstich kommen kann. Nee, er ist mit Vieren. Ach, wie langweilig, wie elendiglich. 7 Trümpfe mit Vieren. Ja, sah erst, ich hatte das Gefühl, wir haben gut für uns das Spiel aufgezogen mit dem blanken Karo Ass und dann der Kreuzübergabe, aber es war für den Alleinspieler günstig, dass er die Karo Lusche auf 11 Augen losgeworden ist. Und dann, gut, Kreuz Ass stand ohnehin blank, also da konnten wir gar nicht mehr aus dem Schneider kommen. War halt eine Keule mit Vieren. Spieler 2 hat den Anschluss auch wieder gefunden. Ja, die Karte doch jetzt mehr ziemlich durchwachsen. Nicht so eindeutige Karten, beziehungsweise eindeutig zu passen natürlich, aber nicht auch mal zwei oder drei Spieler am Stück. So, hier mit der Kreuz 10 drauf im zweiten, auch wenn es mein einziger Voller ist, aber es kommt die Lusche und wie soll ich sonst die Karo 10 überhaupt nach Hause bringen, wenn Spieler 1 das Karo Ass hat? Das hat soweit auch schon mal hingehauen. Ja, nun spiele ich Karo auch direkt zurück, denn damit bin ich dann Karo frei und kann, wenn mein Partner in Trumpf oder wie auch immer nochmal ins Spiel kommt, hoffentlich auf Karo auch abschmeißen. So, nun fällt allerdings hier die Karo Dame, von daher gut, Ass und König sind noch draußen, weiß man nicht, ob einer gedrückt ist. Von daher bin ich mal gespannt, ob mein Partner jetzt die Eier hat, das Karo Ass zu ziehen. Na, er zieht erst noch mal das Pik Ass. Gut, schon fragwürdig, ob ich da vielleicht sogar den König legen soll. Es ist ja offensichtlich ein Fünftrümpfer mit einem Karo dabei. Und ja, sehr wahrscheinlich hat er dann auch Pik dabei. Es könnte diese typische Konstellation sein. Eine Lusche hier, eine Lusche da und den Drilling Herz. Aber jetzt Pik 10, nein, wo ich die vier Trumpf habe, wo ich noch Stiche machen will. Ich will doch jetzt Herz Lusche abschmeißen. Also das war jetzt. Ja, da ist es passiert. Das war jetzt schwach gezockt von meinem Partner. Pik Ass noch in Ordnung, aber dann muss Karo Ass kommen. Und wenn es ihn noch so schmerzt, denn jetzt kommt der Doppelläufer und der Spieler gewinnt. Wir haben nach dem Pik Ass, meine ich, schon so was wie 38 liegen. Wir kriegen ja dann automatisch noch die Herz 10, die ich stechen kann, und die Pik 10 mit dem Kreuz Buben. Ja, plus auch noch, dass die Herz Dame, meine ich. Also 63 werden wir auf jeden Fall machen. Glück hier für Spieler 1.
Und das ist wieder nichts. Klar, 18. 18 sage ich gerne mal. Ich habe dafür schon zu oft auch mal Bube Ass gefunden, aber wenn dann gehalten wird, dann sinken die Chancen so rapide auf so eine Traumfindung. Dann hat jemand anders auch was in der Hand. Dann heißt es schnell aussteigen. Das Chance-Risiko-Verhältnis hat sich dramatisch verschlechtert. Ja, der Herz scheint ein Routinespiel zu sein, ohne große Schmerzen. Trumpf saß glatt, zumindest wechselt der Spieler jetzt schon auf die Beikarte. Sieht also nicht unbedingt so aus, als hätte er in Trumpf eine Kürze oder in Trumpf ein Problem. Ja, Karo sitzt ja nun auch artig verteilt. Sieht also wie ein Spiel aus, wo wieder mal schneiderfrei das höchste der Gefühle für uns ist. So, ich denke mal, gleich klappt er die Karte auf. Alles andere wird mich überraschen. Denke nicht, dass für uns hier noch ein Siegzug möglich ist. Ja, gut, Karo König machen wir noch. Selbst wenn da das Ass reingeht, wir sind raus. Immer noch 4 zu 0 und nur noch 5 Spiele zu gehen. Für 18 reingekommen und aha, manchmal geht die Sonne auf, da kommt eine Findung, die zwar im Prinzip nicht so besonders ist, Pik Lusche König, aber bei mir natürlich reinpasst wie die Faust aufs Auge. Jetzt habe ich hier natürlich einen Keulengrang mit maximal 2 Abgabestichen gegen eine 18er Reizung, aber auch ohne 18er Reizung. Ich kann natürlich den Buben nicht rausspielen. Ich kann es natürlich schon, aber dann bin ich sehr stark verlustgefährdet, wenn die Jungs in einer Hand sitzen. Logischerweise wird der andere Bube auch abgezogen, vielleicht dann die Gegenfarbe gezeigt oder einmal Herz und einmal Karo und dann kommt einfach Kreuz auf den Tisch. Und wenn dann Kreuz 4 zu 2 verteilt sitzt, dann gebe ich die ersten 6 Stiche ab. Also, Jungs waren verteilt, darauf konnte ich es nicht ankommen lassen. Es hätte immer noch gut klappen können, wenn Kreuz Bube zuerst sticht mit dem Schneider. Das war aber auch nicht der Fall. Also, Spiel gewonnen. Freuen und weitermachen. So, hier wieder, ja, man könnte sagen, eine schöne Karte oder zumindest eine Karte mit mehreren Möglichkeiten. Es kann ein Null werden, es kann ein Farbspiel werden, es ist sogar schon ein recht stabiles, oder ich kann schon 5 Trumpf Karo mit 2 Seitenassen erkennen, ich kann auch schon ein Null erkennen, wo an sie nur noch das Kreuz Ass gedrückt werden muss, also schon fast Nulluvert. Das Doofe ist natürlich, wenn du ein halbes Farbspiel und einen halben Null hast, dann hast du nach der Aufnahme häufig immer noch 2 halbe Spiele und Pik 9 Dame. Ist das nicht ekelhaft? Guckt euch das mal an. Wie kann man denn allen Ernstes jetzt Pik 9 und Dame finden? Jetzt habe ich natürlich gerade noch, wo eine 18 aus Mittelhand kommt, an sich nur noch einen Müllhaufen in der Flosse, zumindest große Verlustängste. Nützt aber nichts. Ich entscheide mich jetzt nach dieser Schlappenfindung, den Null zu spielen mit blanker Kreuz 8. Die sollte nicht mein Problem werden. Auch das Herz Ass zu viert darf in so einem Fall nicht die Problemkarte werden. Entscheidend ist vermutlich, was mit der Pik 9 passiert. Sprich, kommt Pik 7, 8 auf den Tisch oder kommt erst auch noch mal ein zweites Mal Kreuz. Vielleicht sitzt Pik 7, 8 ja auch in einer Hand. So, also das sehe ich ja schon mal gerne, dass zuerst Kreuz auf den Tisch kommt. Dass jetzt hinten offenbar so lang Kreuz hat, dass er da schon taucht. Das sehe ich natürlich wieder nicht so gerne. Das kann natürlich bedeuten, dass er jetzt auch nicht Kreuz testen möchte, sondern doch lieber auf Pik umwechselt. Also zittern und da kommt Kreuz zuerst und das ist die Pik 9 weg und das Spiel ist gewonnen und das war auch keine Sekunde zu früh, denn danach testen sie auch sofort Pik 8 und 7. Ja, das ist das Schöne beim Null und wenn du ihn verlierst, kannst du dich dabei auch immer so schön ärgern, weil du ihn auch hättest andersrum drücken können. So ist es mir aber deutlich lieber, muss ich sagen. Mehr als 18 traue ich mich hier in Mittelhand auch nicht, sicher zu Recht. Ich habe einfach zu wenig Stabilität in meinen Trümpfen. Na, Kreuz, ich habe weder einen dunklen Buben noch einen Trumpf vollen, dazu auch noch die ganzen Bilder in Herz und Pik. Also ja, vorhersehbar, dass da wohl 0 bei rauskommt, zumindest keine Überraschung. Trotzdem kann ich mein Blatt nicht weiter reizen. So, jetzt ist ja die Überlegung. Lasse ich meinen Partner erstmal ran und was öffnen? Aber wo kann ich realistisch dieses Spiel schlagen? Gut, vielleicht auf Kreuz, Vierling, aber dann kann ich auch erstmal rausnehmen und meine eigene blanke Karte zeigen. Das war natürlich
Das Problem, das zweite Problem an dieser Überlegung, wenn Pik Ass gedrückt ist oder beim Alleinspiel lang ist, dann kriege ich das Spiel gar nicht so ohne weiteres wieder in die Mitte. Jetzt muss ich also versuchen, auf irgendeiner Farbe, wo hoffentlich nichts anbrennt, das Spiel in die Mitte zu bringen. Oh, und das klappt, und das ging dann doch ganz schnell. Pik 7 bei meinem Partner. Also erst selber glücklich ein 0 gewonnen, dann ganz einfach einen umgewogen. Der Endspurt der Liste entwickelt sich in meinem Sinne, auch wenn die Karte hier ein bisschen schwächelt. Na, das war ja wieder ein Stich, der nichts Gutes verheißt. Wie langweilig. 7 Trumpf mit Herz Ass 10 und noch Karo Ass. Und guckt euch das mal an. Da hat Spieler 1 aber auch die Hose gestrichen, voll gehabt, dass er diese Karte nicht als Grang spielt. 5er Kreuz ohne 10 Lusche, die beiden alten Ass, 10 Ass an der Seite. Klar, jetzt wird der Kreuz Schneiderschwarz, der Grang wäre auch Schneiderschwarz geworden. Der Grang kann natürlich verloren werden, da müssten aber schon die Jungs zusammensitzen und die 10 bestellt. Also, naja, gut, solide von Spieler 1, der weiß auch, dass wir hier vorne an den Tischen sitzen. Weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte. Ich glaube, die Chance auf 120 statt 60 Punkte, das wäre mir vielleicht doch eine Edge zu viel gewesen, da wäre ich vielleicht in dieses Risiko gegangen. Letztes Spiel. Mittelhand passt. Der war ja bisher auch immer ganz offensiv dabei. Ich habe ja hier nur 5 Trumpf ohne 4, 2 blanke Zehner. Naja, 18 sage ich auf jeden Fall. Komm ran. Ah, da geht dann doch noch mal die Sonne auf. Da geht dann doch noch mal die Sonne auf. Mit 2 Buben im Stock habe ich jetzt natürlich ein leichtes Spiel. Ja, wenn du eine Herz-Lusche und eine Karo-Lusche findest, dann musst du dich auch nicht beschweren, wenn du ohne 4 ein sehr schlechtes Spiel hast. Dann höre ich es schon, wie es hinterher heißt, es ist auch ein Blender. Was wolltest du denn finden? Naja, ich wollte halt 2 Buben finden und die habe ich auch gefunden. Kreuz 10 wäre mir natürlich ehrlich gesagt noch lieber gewesen, aber das ist dann natürlich ein Jammern und Betteln auf hohem Niveau. So ein schönes Spiel, Trumpf 2-2. Schneider entscheidend ist aber natürlich, dass Pik hier 3-1 sitzt. Damit kommen sie dann raus. Der Unterzug war eben natürlich nicht nötig, hätte auch von oben testen können, aber wenn die 1-1 stehen, ist immer noch Schneider. Und so hat sich da nichts groß getan. Also, das war die vierte Liste. Spieler 1 mit recht soliden, starken Karten, 766. Spieler 2 ein bisschen eingebrochen hinten raus. Und bei mir doch auch, kann ich nicht sagen, dass ich unzufrieden bin. Die eine oder andere glückliche Reizentscheidung und auch das eine oder andere Spiel ganz knapp gewonnen. Also bin noch im Rennen, bin vorne mit dabei. Jetzt noch eine Liste. Gucken wir mal, was dabei rauskommt.